So, willkommen wieder zu einer kleinen Infofolge Pokémon Go, denn es ist wieder was passiert. Gestern Abend wurde Shiny Europe released aus der Feldforschungsaufgabe. Fange 5 Wasser-Pokémon. Jetzt war man sich nicht einig, ob es die wirklich nur aus der Quest gibt oder eben auch wild. Mittlerweile ist bestätigt, man kann Shiny Europe also auch wild fangen. Ihr müsst nicht die Quest dafür suchen und horten. Ihr könnt auch rausgehen und könnt wilde Europe fangen, obwohl die jetzt nicht überall rumsitzen. Da wäre es genial, wieder ein Wasser-Event zu haben oder so ähnliches. Aber vielleicht begegnen euch ja ein paar auf eurer Reise. Dann wurde auch eine Liste veröffentlicht mit den Feldforschungsaufgaben im Mai, beziehungsweise die jetzt ab 1. Mai da sind. Da wollen wir kurz mal reinschauen. Da hat nämlich Go Games Live was veröffentlicht. Da schauen wir kurz drüber, was es da so alles gibt. Verschicke 10 Geschenke. Ja, Alola Kokowai, brüde ein Ei aus mit Spoink, was auch shiny sein kann. Entwickel ein Pokémon mit Shiny Taubsi. Das wird richtig genial. Entwickel ein Pokémon mit Shiny Evoli. Tausche ein Pokémon mit Shiny Drifblon. Das ist richtig genial, denn ich habe immer noch keinen Drifblon, habe in letzter Zeit auch ein paar Einer-Raids gemacht, als Drifblon da war, noch nichts rausbekommen. Wir gehen jetzt hier mal nur auf die Shinies ein, die es gibt. Verschicke 3 Pokémon, gibt Shiny Shuppet. Dann haben wir anderes Gesocks, was man alles nicht braucht. Fange 7 Pokémon vom Typ Feuer, Wasser oder Pflanze, gibt Shiny Fukano. Fange 10 Pokémon, Shiny Carpador. Fange 10 Pokémon vom Typ Boden, Shiny Addicta. Fange 3 Pokémon, ach nee, das ist ja, achso doch, jetzt dachte ich, hey, das ist Pandir, das ist gar nicht Pandir, das ist Plusle und Minun, die gibt es natürlich auch. 3 Pokémon vom Typ Gift, Normal oder Elektro, ist beides die Aufgabe und ihr könnt aus beiden entweder Plusle oder Minun bekommen, auch als Shiny. Fange 5 Pokémon vom Typ Flug, Unlicht oder Psycho, gibt dann, wie heißt es jetzt wieder, Pfiffchen, das goldene Pfiffchen kann man da erhalten. Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser, da ist es also das neue, das Shiny Europe. Lande 5 gute Würfe, gibt Shiny Kleinstein, das ist auch richtig genial, fehlt mir auch noch. Lande 3 großartige Würfe, gibt Shiny Nebulak, da brauche ich auch noch ein paar. Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander, Shiny Lavita. Lande 5 großartige Würfe hintereinander, gibt dann Pandir Nummer 4. Das hat bisher noch gefehlt, glaube ich. Damit müsste die Reihe dann eigentlich voll sein, beziehungsweise das ganz letzte fehlt noch, gibt es aber noch nicht. Da müsst ihr wieder drauf gehen und das ist wieder mal knifflig. Da rasten manche aus, weil die 5 Würfe hintereinander nicht schaffen. Kämpfe in einer Arena, Shiny Mengi oder Kämpfe in einer Arena, Shiny Makuhita. Kämpfe 5-mal in einer Arena, Shiny Macholo. Dann gewinne einen Arena-Kampf, habt ihr Bisasam oder Glumanda oder Shiggy. Gewinne 5 Arena-Kämpfe, habt ihr Slimer, was auch Shiny sein kann. Gewinne Kämpfe in einem Raid, gibt Mediti. Gewinne einen Level 2 Raid oder höher, gibt Zubiris. Gewinne einen Level 3 Raid oder höher, gibt Ammonitas. Dann haben wir nochmal die Starter bei Verwende 5 Power-Ups. Wieder Bisasam, Glumanda, Shiggy, ja Bummels, das gibt's auch. Ist aber nicht shiny, also deswegen eigentlich uninteressant. Dann gibt's noch bisher Unbestätigte, die aber auch im Spiel sein können. Gewinne 5 Raids, eben Aerodactyl. Fang ein Pokémon vom Typ Drache, wieder Dratini. Die ist ja schon länger dabei, kann sein, dass sie immer noch dabei ist. Werdet ihr es sehen und aus den Forschungsdurchbrüchen gibt es, wie gesagt, dann Lugia, Ho-Oh, Latios und Latias. Die könnt ihr also auch alle bekommen in der Shiny-Variante. Und ihr seht schon, dass Ho-Oh davon das Beste ist, das Stärkste, auch die höchsten WP erreichen kann. Und ja, dann würde ich sagen, vielleicht kann ich den Link von der Liste nochmal unten in die Beschreibung reinpacken. Da könnt ihr in Ruhe nochmal durchschauen oder speichert euch das ab, dass wenn ihr an einem Stop steht und eine Aufgabe dreht, ihr immer genau wisst, was jetzt dazugehört. Und jagt natürlich Shiny Europe. Und wer eins hat, der kann es ja auch mal reinschreiben. Oder wer das erste hat oder wie auch immer. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann heute vielleicht nochmal, wenn ich das Video von gestern hochlade, wo wir die legendäre Abendstunde geratet haben.
weiß aber noch nicht, ob ich da fertig werde. Wenn nicht, kommt das vielleicht dann morgen. Ich probiere es heute noch. Sonst gibt es halt heute ein Video, morgen ein Video, ansonsten zwei heute. Muss auch nicht sein, aber vielleicht kommt ja ab morgen auch schon wieder der neue Raid-Boss und das geht wieder Schlag auf Schlag. Und da muss man immer hinterher sein natürlich. Das war's aber erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.